Hey Leute, die meisten von euch werden wahrscheinlich mitbekommen haben, dass sich in den letzten 2 Monaten auf dem JS Aqua Channel einiges geändert hat. Ja, ist ein sehr schwieriges Thema für mich, geht mir ziemlich nah und belastet mich auch sehr. Aber ich habe die letzten 2 Monate die Videos alleine gemacht und es hat sich herausgestellt, dass tatsächlich der Channel JS Aqua nicht mehr weiter betrieben wird, von niemandem. Der wird weiter existieren, da sein als Archiv. Die Videos werden weiter online sein. Es ist mir nicht möglich, den Kanal weiter zu betreiben, beziehungsweise mittlerweile möchte ich auch eigentlich gar nicht mehr, weil ich einfach ja, unabhängig sein möchte und Videos so gestalten möchte, wie ich mir das vorstelle und auch in der Häufigkeit so, wie ich das gerne möchte. Gründe, warum der Channel jetzt nicht weiter bestehen wird oder beziehungsweise warum ich das alleine gemacht habe, möchte ich euch eigentlich gar nicht großartig nennen. Ich habe keine Lust auf Streit oder auf Stress. Ich habe keine Zeit, keine Nerven, mich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Und ja, ich merke einfach, wie mich das belastet und wie das jetzt mein Leben auch zum Negativen teilweise verändert hat. Und deswegen möchte ich gerne einfach mit was Neuem starten. Seht es mir nach, wenn ich euch jetzt keine Gründe dafür liefere. Aber es ist halt so, wie es ist. Und ich hoffe, dass ich euren Support und eure Unterstützung kriege, wenn ich mit diesem neuen Kanal ja durchstarten möchte. Ja, wie geht's weiter hier mit diesem Kanal? Eigentlich wie gewohnt. Also das, was ihr in den letzten 2 Monaten gesehen habt, ist einfach das, was ich im Moment abliefern kann. Und das will ich auch weiter so machen. Ich habe eigentlich gar nicht vor, irgendwas großartig zu ändern. Ich will Gas geben, ich will Videos machen. Nicht zuletzt sind die Videos auch wirklich ein Teil meiner Firma geworden, ein ganz großer Teil sogar. Ist natürlich anders, mit Videos zu arbeiten, als wenn man ohne Videos arbeitet. Aber auch mein Mitarbeiter des Monats, der Dustin, ist voll dabei, hat Spaß zu filmen. Danke, Dustin, auch dass du das einfach so mit aufgefangen hast, ohne mit der Wimper zu zucken. Ist einfach ja, auch cool, dass du da bist. Wir werden einfach weiter dran ziehen, mehr Videos machen, mehr Content machen, einfach abliefern für euch, mehr Themen besprechen und Anlagen bauen und einfach alles, was uns Spaß macht. Was ich auf jeden Fall erwähnen möchte, ist, wie dankbar ich dafür bin, wie sich der Kanal JS Aqua in den letzten ja, fast 2 Jahren entwickelt hat und wie viel Unterstützung da von euch kamen und ja, wie viel Anfragen, Nachfragen und was für tolle Möglichkeiten sich ergeben haben, wie viele nette Kunden ich dazu gewonnen habe, wie viele tolle Menschen ich kennengelernt habe. Und nicht zuletzt bin ich jetzt dann auch auf euren Support tatsächlich angewiesen. Ich würde mich total freuen, wenn ihr das Video kommentiert, wenn ihr das Video liked. Ich muss irgendwie gucken, dass dieser Kanal nach vorne kommt, weil es funktioniert nicht ohne euch, die Zuschauer. Dessen bin ich mir zu 100% bewusst. Und ja, ich brauche euren Support. Ich würde mich total freuen, wenn ihr einfach weiter die Videos guckt, wie bisher. In den letzten 2 Monaten, also besonders in den letzten 2 Monaten, habe ich so krassen Support von ein paar Leuten aus der Szene bekommen. Die will ich auf jeden Fall in diesem Video nicht ja, unerwähnt lassen. Ich bin denen allen dankbar. Das mit der Reihenfolge hat nichts mit irgendeiner Gewichtung zu tun. Aber starten wir beim Norbert. Norbert ist für mich einer der wichtigsten Menschen, wenn es um ja, Besprechungen geht im Job oder ja, auch private Sachen manchmal. Einfach jemand, auf den man sich verlassen kann, der loyal ist und immer zu einem hält und seit langen Jahren halt auch einfach ein sehr, sehr guter Freund von mir ist. Und auch er hat mir in den letzten 2 Monaten auf jeden Fall sehr, sehr weitergeholfen und auch emotionalen Support gegeben an ganz vielen Stellen. Auf jeden Fall Tobias Neyer, also Natrop oder Sea Friendly Reef Tobi, ihr kennt ihn alle, ist auch wirklich durch YouTube erst in mein Leben gekommen. Auch ein sehr, sehr wichtiger Mensch für mich, mit dem ich viel telefoniere. Leider sind wir räumlich ziemlich weit auseinander, aber ja, ist einfach gut, dass er da ist. Mit ihm kann ich viel über YouTube-Sachen sprechen. Und ja, wie gesagt, also es ist einfach auch toll, dass er da ist und immer unterstützt und macht und tut. Danke dafür, Tobi.
Der Alex, also Izzy, ihr kennt ihn alle. Ich bin eingestiegen, habe mir ein MacBook gekauft und ein iPhone und ich hatte keine Ahnung, wie man Videos macht. Und Alex war sofort da und hat gesagt, hey, ich zeig dir, wie Final Cut funktioniert. Er hat mit mir mehrere Stunden eine Online-Schalte gemacht, hat mir einen Crashkurs gegeben, wann immer ich Fragen hatte und beim Schneiden nicht weitergekommen bin. Er war sofort da, hat mir sofort geholfen. Und mittlerweile muss ich auch sagen, zähle ich ihn zu einem guten Freund. Wir haben sehr, sehr viel Kontakt, haben jetzt gerade einen Podcast gestartet, wo jetzt diese Woche die erste Folge kommt. Und muss ich einfach sagen, seinen Support und auch den von Johanna habe ich sehr, sehr genossen, weil die beiden mir echt weitergeholfen haben, wenn es einfach nicht mehr weiterging. Einfach unglaublich coole Leute, wo man sich voll drauf verlassen kann anscheinend. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Ja, der Thomas aus Remscheid von der Zoobox. Wir sind beide ziemlich gestresste Menschen, haben jetzt nicht so unfassbar viel Kontakt, aber wenn wir den haben, dann sehr lange und ausgiebig. Und auch Thomas ist jemand, auf den man sich sehr verlassen kann, der einem weiterhilft, der einem zuhört. Und das finde ich auch sehr angenehm. Also auch vielen Dank, Thomas, dass du da bist und ja auch mal zu komischen Zeiten zurückrufst. Ja, ist wirklich cool und freut mich, dass wir zusammen Videos machen können, dass wir zusammen arbeiten können. Und du bist ein Mensch, der sehr viel gibt und nicht nur nimmt und nicht darauf achtet, wie viel wer gibt. Das merkt man direkt, wenn man mit dir zusammenarbeitet. Du bist einfach jemand, der gönnt, wenn man auch gönnt. Und das finde ich ganz toll. Das ist eine ganz, ganz tolle Eigenschaft von dir. Der Teich Jonas, der kam immer mal wieder so in den Videos vor. Auch ein wichtiger Mensch, gerade wenn es um Job geht, um Selbstständigkeit. Freue ich mich auch drauf. Wir werden jetzt mit dem Teich-Projekt hier bei mir weitermachen. Und auch er plant gerade einen Kanal, ob es wirklich was gibt. Es ist nicht so einfach durchzustarten, wenn man eine Firma hat. Wir werden es erleben. Ich tue auf jeden Fall viel dafür, dass es klappt, weil ich finde, er hat unheimlich wertvolle Sachen zu bieten und macht ganz tolle Projekte. Und auch er supportet mich eigentlich immer, wo es geht. Der liebe Jörg, auch er in den letzten Monaten immer dabei und sehr viel telefoniert, auch wenn ich weiß, dass Jörg eigentlich gar nicht so gerne telefoniert. Mit mir tust du's und finde ich total toll. Immer Support da, wenn irgendwie Fragen sind oder sonst irgendwas, auch emotional mittlerweile. Vielen Dank, Jörg, weiß ich sehr zu schätzen, dass du da bist. Ich freue mich total, dass ihr alle mit mir weiter Videos machen wollt und dass ihr einfach da seid und mich unterstützt, wenn es darum geht, solche Sachen zu machen und danke dafür an euch. Ich habe mir überlegt, dass die Upload-Tage sich ändern werden. Und zwar plane ich im Moment, dass ich wahrscheinlich nicht mehr mittwochs und samstags hochladen werde, sondern dienstags und freitags. Gibt einen ganz einfachen Grund dafür und auch da will ich ganz ehrlich sein. Es ist halt so, dass die Nachbetreuung der Videos, sage ich mal, auch emotional ein ganz großes Ding ist. Also immer, wenn ein Video hochgeladen wird, guckt man eigentlich andauernd, wie läuft das Video, wie sind die Kommentare. Ich weiß, ich antworte relativ wenig auf Kommentare. Das hat aber auch einen Grund, weil ich eigentlich nicht jetzt irgendjemand benachteiligen will. Wenn jetzt jemand sehen würde, ich würde den einen Kommentar beantworten, schaffe es dann aber nicht mehr, die anderen zu beantworten, fühlt er sich vielleicht irgendwie benachteiligt oder sowas. Und dann denke ich mir manchmal lieber, ja, dann lieber gar keinen, bevor irgendjemand denkt, so ja, mein Kommentar ist vielleicht unwichtiger als ein anderer oder wie auch immer. Von daher habe ich mich eigentlich entschieden, dass ich am Wochenende mich lieber ein bisschen rausnehme, vielleicht ein paar Videos schneide, aber nicht mehr die ganze Zeit irgendwie gucken muss, wie läuft das Video an, ist vielleicht irgendwas übersehen worden, was irgendjemand dann bemerkt, wo ich darauf reagieren muss. Das ist schon so ein bisschen auch emotionaler Stress manchmal, auch wenn es eigentlich positiver Stress ist, zu sehen, wie ihr alle klickt, wie ihr kommentiert. Ich freue mich unheimlich darüber, aber ich denke einfach, dass es in der Woche besser in mein Leben passen könnte. Also von daher nicht wundern, wenn in Zukunft die Videos dienstags und freitags hochgeladen werden, weil dann kann ich eigentlich entspannt ins Wochenende starten, wenn ich weiß, ihr mögt das neue Freitagsvideo. Ich glaube, dass es einfach für mich Vorteile bieten wird. Wenn ihr euch noch irgendwas wünscht für diesen Kanal, dann schreibt es bitte in die Kommentare
Und ich werde auch gucken, dass ich für dieses Video mal mir echt die Zeit nehme und Kommentare beantworte. Allerdings wirklich keine Rückfragen dazu, warum, weshalb, wieso. Werde ich eh nicht darauf antworten, weil ich möchte keinen Stressstreit oder sonst irgendwas provozieren und niemanden schlecht machen oder wie auch immer. Also alle Fragen zum neuen Kanal gerne, zum alten bitte nicht. Fakt ist, dass ich mich so wohler fühle, dass es mir so emotional viel, viel besser geht und dass es einfach für mein Leben tatsächlich eine Erleichterung ist, diese Entscheidung alleine treffen zu können. Und ich lange überlegt habe, wie ich es machen kann, den Kanal zu retten, aber letzten Endes froh bin, dass es wie ein Befreiungsschlag für mich, dass ich jetzt mit dem neuen Kanal durchstarten kann. Und ich habe Bock drauf und ich hoffe, ihr auch. Also an euch alle vielen, vielen Dank. Es freut mich unheimlich, dass ihr da seid. Ja. Einen goldenen Sandflatter wird es dann nicht geben. Ich muss mich mit der goldenen Kehrschaufel vom René begnügen, die ja auch fantastisch ist. Und übrigens auch René, ganz toller Geschäftspartner, super Typ, ist auch da, wenn man ihn braucht. Also auch dahin ein Danke. Ich bin raus. Ciao.